Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir haben mal wieder ein Spiel gespielt. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das kann sein, dass ihr so Umgebungsgeräusche hört, Leute husten oder reden. Das liegt daran, dass wir jetzt wieder aufhaben und das macht das Videoproduzieren sehr viel schwerer, weil wir 12 Stunden jeden Tag geöffnet sind und nachts um 1 mag ich dann doch nicht mehr und morgens um 8 häufig auch nicht. Deswegen probiere ich jetzt mal, während der Laden normal auf ist, das hier zu machen und hoffe, dass das geht mit den Störgeräuschen. Probieren wir einfach mal aus, ansonsten brauchen wir eine neue Lösung. So, wir haben Tapestry gespielt von Feuerland und fanden das erst so, das ist irgendwie doof und haben dann aber gesagt, nee, komm, wir probieren das noch ein paar Mal, weil eigentlich der Hype ja da ist und da muss das Spiel ja auch irgendwie was haben. Und das ist ein bisschen wie beim Terra Mystica. Terra Mystica hat mir die erste Partie sehr viel mehr Spaß gemacht als bei Tapestry, aber das ist ja auch so ein Ding. Also ich liebe Terra Mystica, aber man braucht halt schon so seine 5 bis 10 Partien, um es wirklich durchdrungen zu haben und dann wirklich gezielt auf Sieg spielen zu können. Und das könnte hier auch so sein. Also wir sagen jetzt auch nichts über das Balancing oder so. Manchmal haben wir das Gefühl, huch, das ist aber mistig gebalanced, aber da können wir nichts zu sagen, weil wir da halt bei weitem nicht genug Partien für gemacht haben, um das rauszufinden. Was ist Tapestry? Tapestry ist grundsätzlich erstmal so ein Civilization-Klon. Ne? Also wir haben jeder hier eine Zivilisation, die bauen wir aus über mehrere Zeitalter, erobern Kontinente, breiten uns da aus und versuchen uns technologisch weiterzuentwickeln. Aber das geht nicht so lange wie jetzt eben zum Beispiel so ein Civilization. Das haben die sehr schön gemacht, das ist runtergebrochen, dass die Regeln relativ simpel sind und dann aber trotzdem wahnsinnig viel Spieltiefe und Varianz drin ist. Genau, jetzt erzähle ich erstmal, wie das funktioniert. Erzähle euch dann, was uns gut dran gefallen hat. Das wird wohl so nebenher mit einfließen und dann am Ende, was uns nicht so gut gefallen hat, weil da gibt es leider auch das eine oder andere. Grundsätzlich spielt jeder Spieler, wie gesagt, so eine Zivilisation, die besteht aus 3 unterschiedlichen Tableaus. Das ist hier im Zentrum letztlich unser Haupttableau, mit dem wir arbeiten. Das habt ihr hier vorne im Bild nochmal vielleicht größer zu sehen. Und da komme ich gleich drauf. Dazu gibt es hier rechts eine Hauptstadt. Die Hauptstadt ist wie in so einem, wie so ein Kniffelspiel. Ne? Das ist letztlich eine Fläche, wo wir Zeug ankreuzen können. Und die definiert auch, wo wir auf dem Spielbrett starten. Also jede Landschaft hat da so eine Nummer oben. Und bestimmte Flecken auf der sogenannten Landkarte sagen dann halt hier, du startest da. Jetzt habe ich hier die Wüste, das ist Nummer 4. Auf dem kleinen Spielplan für 1 bis 3 Spieler ist hier die 2 und die 4, die spielt hier. Das heißt, die 2 würde jetzt rausfliegen. Meine Gegenspielerin spielt die Ebene, das ist die 5 und dann startet sie hier. Und damit ist die Hauptstadt schon gegründet. Wir stellen 2 unserer sogenannten Außenposten da rein. Das sind so kleine Miniaturen von, ich weiß gar nicht, was das sein soll, irgendwie Türme oder so Stelen. Ja, wahrscheinlich in die Stelen, wo wir die Geschichte unseres Volkes eingeritzt haben. Und der dritte Teil unserer Zivilisation, das ist eine, ich weiß gar nicht, wie es in der Regel genannt wird, quasi so eine Berufsbezeichnung. Also ich spiele hier die Futuristen gegen die Erfinder oder Erfinderinnen. Und da gibt es haufenweise andere Nomaden. Hier mein Favorite, die Feierwütigen. Und die definieren immer irgendwie eine Sonderregel, mit der jeder Spieler ausgestattet ist. In meinem Fall die Futuristen, die starten weiter vorne auf diesen Technologieleisten, wie das unter anderem geht. Gut, so viel zum grundsätzlichen Ding, was Tapestry ist. Jetzt spielen wir einfach mal los. Wir haben hier auf unserem Haupttableau verschiedene Dinge. Wir haben 4 verschiedene Ressourcen, mit denen wir arbeiten. So Nahrungsmittel, dann haben wir hier die Sterne, das ist so Militärtechnologie. Wir haben Pilze, die irgendwie Essen darstellen und dann haben wir hier so dicke graue Männer, das sind Wissenschaftler, die wir nutzen, um hier in der Wissenschaft voranzuschreiten. Darum geht es hauptsächlich, auf diesen Leisten voranzuschreiten und damit Zeug irgendwie von seinem Tableau wegzuräumen. Ich habe ja eben schon Terra Mystica erwähnt, ne? Hier selbe Nummer. Wenn ich die Gebäude hier wegbekomme und in meine Hauptstadt gebaut bekomme, sind darunter Symbole abgebildet und diese Symbole bedeuten, was ich an Einkommen bekomme in meiner Einkommensphase. Und da startet jeder jetzt in Runde 1, gucken wir mal hier, aha, von jeder Ressource bekomme ich 1, schiebe ich die hier alle auf die 1 rüber, bekomme hier noch Technologiekarten für meine Märkte, da darf ich mir eine aussuchen oder blind eine ziehen. Technologiekarten gebe ich an mein Hauptstadttableau an,
Und was haben wir noch? Punkte unter Umständen für hier gebautes Zeug habe ich natürlich am Anfang nicht. Und dann bekomme ich hier für meine Waffenschmieden noch so eine grüne Karte. Das ist so ein Wandteppich. Gobelin-Karten, genau, deswegen heißt es Tapestry. Es geht darum, dass wir uns einen Wandteppich malen über vier Zeitalter hinweg, der die Geschichte unserer Zivilisation darstellt. Und jetzt fangen wir aber mal an in Runde 1. Da hat jeder Spieler die gleiche Technologie entwickelt. Das ist nämlich, dass wir es geschafft haben, das Feuer zu beherrschen. Wird ja immer als so ein Startpunkt zivilisatorischer Entwicklung gesehen, dass die Menschheit das geschafft hat, Feuer zu machen. Eine wichtige Sache. So, jetzt gucke ich mir hier links auf meinem Tableau, ich halte das mal als Bild an, was ich mache. Zu Beginn habe ich meinen Einkommenszug, das haben wir eben gemacht, wir haben die Ressourcen genommen, die Karten genommen und so weiter. Jetzt bin ich in Runde 1, das heißt, das da drunter passiert erstmal nicht. Da unten, ganz unten, ne, sind hier ist das Einkommen. Bei den anderen stehen jetzt 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Das sind die Runden, in denen das passiert. Und zum Beispiel das hier, das bedeutet, dass die Fähigkeit meiner Zivilisation ausgelöst wird, wenn ich da eine Fähigkeit habe, die pro Runde auslöst. Das würde jetzt in Runde 1 nicht passieren. Ab der zweiten geht es dann damit los. Und das ist bei den anderen Dingen eben auch so. So, und jetzt bin ich am Zug und was mache ich jetzt? Ich habe meine Ressourcen und die kann ich ausgeben, um auf diesen Leisten hier voranzuschreiten. Oben steht immer, was ich dafür abgeben muss, um meinen Marker auf der entsprechenden Leiste zu bewegen. Das ist, wenn ich hier im ersten Bereich bin und die rote Spielerin, die ist ja noch ganz vorne, beim Militär, da ist einfach so ein Kreis mit vier Farben, das heißt, ich kann eine beliebige Ressource abgeben. Ich als Futurist starte ja weiter vorne und da wird es schon teurer, es wird im Laufe der Partie erstmal einfach teurer und dann spezifischer. Jetzt muss ich hier fürs Militär nämlich schon zwei Ressourcen ausgeben, eine davon muss diese Militärressource sein, die schiebe ich runter. Und dann noch eine beliebige und dann würde ich hier hochwandern. Und darüber steht jetzt, was für eine Aktion ich damit ausführe. In meinem Fall wäre das, dass ich einen meiner Außenposten auf schon erkundetes Gebiet stellen kann. Da ist immer wichtig, das muss benachbart sein zu Außenposten, die ich schon besitze. Also ich kann nicht jetzt einfach da mal irgendwie hingehen. So, zack, gehe ich dahin, erober das. Und zudem darf ich mir hier so eine rote Hütte, eine sogenannte Waffenschmiede, in meine Hauptstadt stellen, wozu das da ist, da komme ich dann gleich zu. Genau, so, jetzt habe ich hier das Ding erobert, ist jetzt mein Gebiet, zumindest für eine gewisse Zeit, denn meine Mitspieler können mir das später auch wieder wegnehmen. Und jetzt seht ihr ja, wir haben hier irgendwie Lücken, das heißt, die Welt ist noch gar nicht so ganz erkundet. Ich wohne hier drüben, sie wohnt da drüben, wir kennen uns quasi gar nicht, weil wir nicht wissen, was hier jenseits des Meeres so geschieht. Und dazu haben wir sechseckige Plättchen, die kennt ihr aus Siedler von Catan. Und mit denen kann man so nach und nach sich eine Welt aufbauen. Das funktioniert über die, wie heißt sie, über die Entdeckungsleiste, hier die blaue. Wenn ich da weiterschreite, ist in dem Fall das Spähen ganz am Anfang, dann ziehe ich einfach zwei dieser Plättchen, lege mir die offen hin, das ist auch offene Information, die Mitspieler wissen, was ich da bekommen habe. Und immer wenn ich auf einen Punkt komme, wo hier so ein farbig ausgefülltes Landschaftsplättchen ist, dann kann ich neue Sachen erkunden. Nicht vom verdeckten Stapel, sondern von dem, was ich vorher mir irgendwie in meine private Auslage geholt habe. Und wenn ich erkunde, selbe Nummer, ich gucke, wo sind meine Außenposten und benachbart zu meinen eigenen Außenposten, darf ich dann entdecken und das heißt das Plättchen anlegen. Dafür gibt es jetzt Siegpunkte, da ist dann wichtig, wie die Landschaften des neuen Plättchens mit schon liegenden Landschaften übereinstimmen. Und jetzt hätte ich hier in dem Fall, habe ich Wasser und Wüste links und rechts, lege das neue Plättchen so an, habe Wasser und Wüste. Dafür bekomme ich hier auf der Punkteleiste zwei Punkte. Also jede übereinstimmende Landschaft gibt einen Punkt. Das wird dann natürlich mehr im Laufe der Partie, weil man, wenn man passende hat, die gezielter einsetzen kann, das Plättchen würde mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Punkte bringen. Auf manchen dieser Plättchen sind Boni abgebildet. Jetzt in dem Fall zum Beispiel, wenn ich das da hin erkunde, dann bekomme ich da hier so einen Getreidesack. Ja. Kann auch sein, dass ich da zum Beispiel ein Gebäude setzen darf. Ne? Wenn ich das Ding hier erkunde, sage ich hier super, darf ich mir hier einen Bauernhof in meine Hauptstadt setzen. Ja, dann gibt es Karten ziehen und ohne. Es gibt auch welche komplett ohne irgendwelche Boni. Da ist dann auch wichtig, wenn ich später wiederum erobern gehe,
Da kommt Shroop ein Zufallselement ins Spiel. Nämlich gibt es zwei so Eroberungswürfel. Einen schwarzen, der ist für Ressourcen zuständig, einen roten, der ist für Siegpunkte zuständig. Erober ich das, werfe ich diese Würfel und kann mir jetzt einen davon aussuchen. In dem Fall würde ich halt einen Wissenschaftler bekommen oder ich würde hier einen Punkt für jedes meiner eigenen Gebiete bekommen, also in dem Fall drei Siegpunkte. Im allerbesten Fall kriege ich einfach sieben, weil ich die sieben gewürfelt habe. Genau, wichtig ist jetzt, warum sind in der Hauptstadt zwei Türme? Das ist nicht nur, um zu markieren, dass wir da das Spiel beginnen, sondern das ist dann später fürs Erobern eine relevante Kiste, weil, wenn ich jetzt sage, hier, ich gehe nochmal erobern, kann ich da rein, weil da bisher nur ein Außenposten ist. Den stürze ich dann, also der bleibt da liegen, da kann die Spielerin immer noch mitarbeiten sozusagen, aber das ist jetzt mein Gebiet, ich kontrolliere das, das ist dann eben für die Siegpunkte wichtig. Und dann ist auch Schluss, es dürfen immer nur zwei Marker in einem Gebiet liegen. Das sind normalerweise diese Außenposten, manche der, na, wie heißen sie hier, ich weiß eben nicht, ne? Zivilisationen. Ja, das sind wurscht. Ne? Also da hier der Berufe, die sagen, tu anderes Zeug da drauf. Ne? Zum Beispiel diese Spielermarker. Ich habe da mehr von als die rote Spielerin, weil die rote hat die auf ihrem Tableau für bestimmte Zwecke und manche können eben auch die dann da drauf bringen. Und wenn da, sobald da zwei Sachen liegen, kann da niemand anders mehr rein. Ne? Das können dann diese Marker sein. Oder hast du eben gesehen, die Nomaden zum Beispiel, die können ihre Gebäude, statt sie in ihre Hauptstadt zu bauen, auch auf den Spielplan bringen. Ne? Und auch da selbe Nummer. Sind da zwei drin, ist dicht für alle folgenden Spieler. So, das war das Erkunden und das Militär. Also Erkunden sorgt dafür, dass der Plan größer wird, wir an Ressourcen rankommen. Militär sorgt dafür, dass wir dann den Plan anfangen zu erobern und zu unserem Gebiet zu machen. Kommen wir zur Technologieleiste. Die Technologieleiste hatte ich eben schon mal im Einkommen erwähnt. Ne? Es gibt hier so gelbe Technologiekarten. Und die sind folgendermaßen aufgebaut. Die haben immer hier unten so ein Ding und hier oben so ein Ding. Und wir legen das erstmal ganz unten an unserer Hauptstadt hier an. Da ist ein X zu sehen. Und im zweiten Feld ist dann das runde Symbol, im oberen das eckige Symbol. Das tun wir gleich mal weg, weil das schon eine Sonderbedingung hat. Ach, guck mal hier, da ist eine Sonderbedingung, die kann ich erfüllen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Konservendosen erfinde, dann muss ich oder einer meiner Nachbarn mindestens hier in Stufe 2 auf der Militärleiste sein. Super, habe ich erfüllt. Und genau, also über das Ding kommen wir an diese Karten ran, teilweise auch an die Gobelin-Karten. Wie die funktionieren, kommt dann gleich am runden Ende. Genau, die lege ich erstmal hier unten hin und im Laufe der Partie, hier seht ihr so einen Pfeil nach oben, falls ihr den seht. Und auch hier auf meinem Tableau ist ein Pfeil nach oben, da wandert das dann hoch. Und wenn ich jetzt dort also den Punkt erreiche, an dem das Runde ist, bekomme ich den Bonus, der in dem runden Symbol ist. Und wenn ich da ganz hoch komme und die Bedingung hier erfüllt ist, bekomme ich das, was ganz oben zu sehen ist. Das sind in den meisten Fällen Siegpunkte. Das kann aber auch sein, dass mir das erlaubt, auf einer Leiste kostenlos voranzuschreiten. Hier zum Beispiel das Kriegsschiff sorgt dafür, dass ich dann sofort was erobern darf und so weiter und so fort. Also das ist die Technologieleiste, die sorgt einerseits für Punkte, andererseits für Ressourcen über diese Technologiekarten, die man nebenher auch noch spielt. So, und dann gibt es noch die Wissenschaftsleiste, die grüne. Die hat ein weiteres Zufallselement, nämlich den grünen Würfel. Die ist ganz witzig, nämlich wenn ich, hier, ich gehe jetzt da mal hin, so, dann ist hier so ein Würfel mit einem X drunter. Das heißt, ich nehme den grünen Würfel, habe jetzt hier nochmal die Wissenschaft gewürfelt. Das ist ein zwölfseitiger Würfel mit je dreimal den Symbolen für die verschiedenen Leisten. Und immer wenn ich den Würfel, rutsche ich sofort eins auf der entsprechenden Leiste hoch. In dem Fall ohne den Bonus zu bekommen, der da drunter ist. Hier hinten zum Beispiel, wenn ich dahin gehe, darf ich auch den grünen Würfel werfen. Da ist kein X drunter. Das hieße, wenn ich das jetzt werfe, dann darf ich auf der Leiste voranschreiten und bekomme auch die Aktion und unter Umständen den Bonus, der da drauf ist. Ja, also die Wissenschaft sorgt letztlich dafür, dass man auf allen Leisten vorankommt, bringt die grauen, ne, genau, die grauen Häuser in die Hauptstadt, um da den Wissenschafts-Income zu erhöhen. Und ja, das ist die Wissenschaft. Teilweise komme ich auch an Karten an und so, aber hauptsächlich ist eben ne, graue Gebäude und überall weiter voranschreiten.
So, warum wollen wir überhaupt voranschreiten? Voranschreiten wollen wir, weil die Aktionen hinten raus stärker werden. Also je weiter ich komme, desto stärker wird die Aktion, die ich da machen kann. Häufig ist es dann so, dass hier unten noch so ein graues Feld ist. Das ist dann ein Bonus, den ich auslösen kann, aber nicht muss, weil ich den im Normalfall bezahlen muss. Entweder indem ich Karten abwerfe oder indem ich mir Ressourcen bezahle. Ich schiebe dann auf meiner Leiste wieder runter. Und dann bekomme ich da so einen Bonus. Wird hier bei den Kampfflugzeugen nach der Eroberung zum Beispiel mir dann so eine Gobelin-Karte kaufen dürfen. Ja, das sind die vier Aktionsmöglichkeiten. Das ist letztlich eine Aktionsmöglichkeit, die auf vier verschiedene Leisten aufgeteilt ist. Die mache ich dann unter Umständen. Habe ich hier noch eine Aktion drauf, aber das triggert im Normalfall nur im Einkommenszug und zu dem komme ich jetzt. Nämlich habe ich jetzt den Punkt erreicht, ich habe keine Ressourcen mehr. Wenn ich keine Ressourcen mehr habe, die ich ausgeben kann, um Aktionen zu tätigen, heißt das irgendwie, ich kann nicht weitermachen. Es kann auch sein, dass ich noch Ressourcen habe, aber die möchte ich mir für die nächste Runde aufsparen. Ich kann jederzeit sagen, ich beende jetzt dieses Zeitalter. Also es ist nicht so, dass irgendwie wir sind reihum dran und wenn alle fertig sind, dann kommt ein neues Zeitalter, sondern jeder bestimmt selber, wann er in das nächste Zeitalter eintritt. Und da ist eben einerseits klar, wenn ich muss, dann muss ich, wenn ich nichts mehr tun kann. Aber vielleicht weiß ich halt, ich brauche nächste Runde auf jeden Fall noch so einen Kriegsstern und zwei Wissenschaftler für eine besondere Aktion, die ich aber erst auslösen will, wenn ich bestimmte Dinge hier kann. Und dann höre ich jetzt einfach auf, beende meinen Zug und starte dann eben wieder diesen Einkommenszug, den ich am Anfang erwähnt habe. Und da sind wir jetzt dann eben, weil ich dann in Zeitalter 2 gehe, würde ich halt hier alles auslösen, was da steht. Das erste ist eben, ich löse meinen Volksbonus aus. Habe ich jetzt nicht als Futurist, aber zum Beispiel die Erfinderin da drüben, die würde jetzt einen ihrer Marker, die auf der Erfinderkarte liegen, bei irgendeinem anderen Spieler auf seine Technologie legen. Und würde, das bedeutet, dass sie später, wenn ich da ganz oben angekommen bin, kriege ich zwar meinen Bonus, aber dann bekommt die Erfinderin die Karte. Ja? Die sind gar nicht so richtig Erfinder, eigentlich machen die Industriespionage. Aber Industriespione war wohl irgendwie ein doofer Name. Deswegen sind es halt jetzt Erfinder. Ja, na, das ist jetzt dieses grüne Ding. So, und dann kommt jetzt die Nummer hier mit den Gobelin-Karten. Und da, das ist ein zentraler Bestandteil des Spiels. Ich suche mir jetzt aus den mir zur Verfügung stehenden Gobelin-Karten eine aus und lege die hier drauf als nächste Errungenschaft meines Volkes. Bin ich von mir und meinen Sitznachbarn der Erste, der das tut, bekomme ich zudem dafür eine Ressource geschenkt. Die Sitznachbarn kriegen es dann später nicht. Und die machen Dinge. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von denen. Ich fange mal an hier mit der Falle in dem Fall. Die kann ich beim Ausspielen, steht dann da, bekomme ich 10 Punkte. Super, kriege ich 10 Punkte dafür. Fertig und die Karte ist abgehandelt. Ich bekomme mein ganzes Einkommen. Ja, jetzt sind in dem Fall hier zwei Pilze, zwei Wissenschaftler und. Ne? Neue Karten, neue Plättchen. Punkte unter Umständen für meine Stadt. Und dann bin ich einfach in Ära Nummer 2. Häufig interessanter sind andere Karten, wie zum Beispiel in dem Fall hier die Herrschaft der Piraten. Da steht ja nicht drauf beim Ausspielen, da steht dann drauf in dieser Ära. Und das bedeutet, dass ich jetzt in diesem Fall, immer wenn ich was erobere, bekomme ich... das ist ja nice, ne? Hat ein Messer davon, dass es Belohnungen auf den Karten gibt. Wenn ich jetzt in dieser Ära neues Zeug erobere, kriege ich nicht nur den Bonus, den ich mir erwürfelt habe, sondern zudem den Bonus, der auf dem Gebiet abgebildet ist. Ja, und das zieht sich dann so lange durch, bis ich eben wieder sage, ich höre jetzt auf und gehe in die dritte Ära, dann gilt die Karte halt nicht mehr. Und mit denen kann man sich letzten Endes sein eigenes Spiel anpassen und durchoptimieren. Okay, so, habe ich jetzt gemacht. Ich bin in Ära 2, meinetwegen sind meine Mitspieler sind noch in Ära 1. Das ist völlig egal. Das Pacing macht jeder Spieler für sich selbst. So, kommen wir zur Hauptstadt. Wozu ist denn diese Hauptstadt da? Einerseits natürlich, um hier die Gebäude loszuwerden, damit ich mein Einkommen erhöhe. Andererseits aber, und das ist hier Teil der Wissenschaftsnummer, immer dann, wenn ich in meinen Einkommenszug gehe, also eine neue Ära beginne, bekomme ich Punkte für komplett ausgebaute Zeilen und Spalten in meiner Hauptstadt. Also wenn mir das gelingt,
das jetzt, ne, jetzt habe ich hier eine Spalte voll, die roten Punkte bedeuten einfach, da kann man nicht bauen, das ist quasi schon vordefiniert, das ist schon voll, würde ich jetzt in dem Fall 1, 2, 3 mal 2 Punkte erhalten, das sind also 6 Punkte, die ich in meiner Einkommensphase bekomme für die Stadt. Jetzt denkt ihr schon, ui, so viele kleine Häuser und da willst du das Ding vollpuzzeln, geht ja gar nicht. Habt ihr recht, geht gar nicht. Da gibt es jetzt hier noch so ein Feature. Nämlich, ne, hatten wir gesagt, es gibt jeweils 4 Bereiche in den einzelnen Technologien. Und immer dann, wenn es mir gelingt, hier in den nächsten Bereich vorzudringen, indem ich den Schritt bezahle und die Aktion ausführe und ich der Erste bin, der dort ankommt, bekomme ich das entsprechende Sondergebäude von diesem Sondergebäudespielplan. Die bringen erstmal eigentlich nichts, außer dass die riesig sind. Hier ist so eine Panzerfabrik, die belegt gleich mal 9 Felder. Das sorgt erstens dafür, immer wenn ich einen ganzen Quadranten vollgebaut habe, kriege ich sofort eine beliebige Ressource. Supi kann ich mir nehmen und zudem hilft das natürlich beim Zeilen und Spalten füllen, also sehr viel weiter diese großen Gebäude hinzusetzen. Es gibt hier, seht ihr das? Ja, seht ihr so am Rand, ne? Es gibt hier noch mehr von den Dingern, die nicht auf diesem Tableau abgestellt werden, weil die nicht darüber ins Spiel kommen, sondern das sind Gebäude, die über Technologien ins Spiel kommen. Ne? Zum Beispiel hier gibt es so eine Börse. Wenn die jetzt hier hochrutscht durch mein Einkommen, kriege ich erstmal 5 Siegpunkte. Super, ich mache hier jede Menge Punkte die ganze Zeit. In meiner nächsten Einkommensphase rutscht die wieder 1 hoch und dann bekomme ich die Börse. Und das ist halt hier dieses hohe Gebäude, das dann 4 Felder ausfüllt, womit ich jetzt schon wieder so ein Ding voll habe und mir wieder eine Ressource nehmen darf. Ja, das machen wir über insgesamt 5 Runden. Also wir spielen 5 Runden, man kriegt aber 4 Karten hier nur hin, weil in der letzten ist dann nur noch, das ist jetzt meine letzte Ära, die ich spiele. Und wenn ich mit der dann fertig bin, dann gehe ich noch in die Endabrechnung und für mich ist das Spiel zu Ende. Kann sein, dass meine Mitspieler noch 2, 3, 4 Runden weiterspielen. Das hängt immer davon ab, wie die Spieler mit ihren Ressourcen gehaushaltet haben. Genau, was ist Endabrechnung? Endabrechnung ist, wir kriegen nochmal Einkommen, also vor allem die Punkte, die am Einkommen relevant sind, und dann kriege ich eventuell hierfür, also für meine Erfolgspunkte, das zum Beispiel hier die Feierwütigen, die haben hier Punkte, die sie erreichen können. Und es gibt hier noch so Wettrenngeschichten, nämlich wenn das dem ersten Spieler, der ersten Spielerin, das gelingt, das Ende einer Technologie zu erreichen und dann noch einmal voranzuschreiten. Da ist hier so eine gestrichelte Linie, da geht das nicht durch sozusagen. Wenn ich da jetzt gegendotze, dann sage ich super, mein Marker kriegt 10 Punkte für, weil ich der Erste, wenn er das erreicht hat, der Zweite kriegt nochmal 5 und die restlichen Spieler gehen dann leer aus. Und das gibt es auch nochmal fürs Erobern. Wem das zuerst gelingt, drehen wir das mal um, hier 2 gegnerische Außenposten zu stürzen. Kriegt dann hier auch so einen Marker, das ist auch so ein Wettrennen, und auch die ersten beiden Spieler, die das Zentrum des Spielplans erreichen, kriegen dann nochmal einen Punktebonus. Genau, dann gucken wir, wer gewonnen hat, und das bin offenbar ich, weil ich 21 Punkte habe und Spielerin Rot hat 0 Punkte. Die hat, weiß ich nicht, hat nicht mitgespielt, ne? Für euch, weil wenn die da säße, dann würdet ihr gar nichts sehen. Genau, das ist in Kurzform mal Tapestry. Wie gesagt, die ganze Tiefe des Spiels, die kann ich jetzt gar nicht in so einem kurzen, ich sammle mal einfach drauf los Video erklären, weil das wirklich viel ist. Genau, und jetzt haben wir natürlich eine Meinung dazu. Wie gesagt, wir haben eine Erstpartie gespielt, als das Ding endlich kam, weil war ja heiß erwartet irgendwie, war ein mega Hype eine Zeit lang das Spiel. Und dann haben wir einige gespielt und haben gedacht, boah, es ist irgendwie wenig. Also es ist echt ja nur, ich gebe Ressourcen aus und das löst dann so eine Aktion aus und es ist dann halt so ein Turm und fertig und der nächste ist dran. Und das war uns irgendwie zu dünn als Zivilisationsspiel. Und wir hatten eben in der Erstpartie das Gefühl, dass diese Kulturen mega schlecht gebalanced sind. Also wir haben echt zuerst gedacht, ne, das Spiel, jo, funktioniert mechanisch, ist aber ein Quatsch. Und dann hat aber glücklicherweise ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, ob ich mich gefragt habe oder jemand mich gefragt hat, wurde dann immer gesagt, ach komm, wollen wir das nochmal ausprobieren. So, wenn das ein Hype ist, muss da ja was dran sein. Und dann haben wir eine zweite Partie gespielt und eine dritte und eine vierte Partie gespielt. Und durch dieses Entdecken des Spiels haben wir gemerkt, nee, tatsächlich, die Sachen, die wir zuerst dachten, seien zu stark, sind gar nicht so stark, wenn man das Spiel kennt und weiß, worauf man achten muss und weiß, wo man zum Beispiel mal jemandem was wegschnappen muss oder so. Also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, an dem Ding dran zu bleiben, weil man das wirklich erkunden und kennenlernen muss, eben wie bei dem schon erwähnten Terra Mystica,
das ja quasi das Gründungsspiel des selben Verlages ist, kann man das Spiel nicht nach einer Partie bewerten und sagen, yo, ist hopp oder top. Man kann natürlich sagen, gefällt mir nicht, ich hasse dieses Ressourcen-Rumgetausche und so, ja, dann ist das nicht dein Spiel, ja, ist doch gar keine Frage. Aber genau, also nicht vom Ersteindruck irgendwie entmutigen lassen. In dem Spiel gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Wenn das eure Art von Spiel ist, dann auf jeden Fall, wow, ist unserer Meinung nach sein Geld wert. Das Material ist ein Kracher, ja. Und das Material erklärt auch den Preis. Also das ist nicht ganz günstig für die Schachtel. Aber es ist sein Geld auf jeden Fall wert, einfach aufgrund der unglaublich hohen Produktionsqualität. Klar, manche sagen, brauche ich nicht. Mir reicht ein Pappspielplan. Mit schwarz-weißer Grafik, dann wäre das sicher günstiger gewesen, aber dann können die halt leider nicht Tapestry spielen, weil das ist nun mal so produziert, wie es produziert worden ist, und das hat uns sehr gut gefallen. Es fasst sich alles toll an, sieht schön aus, wirklich, wirklich aufwendig gemacht. Genau, und dann hier, ne, über diese Wandteppiche, die ich mir hier hinmal, ändere ich für mich, teilweise auch für die Mitspieler, aber hauptsächlich für mich selber, das Spiel. Ja? Und kann wirklich gucken, wie. Wo wollen die Feierwütigen hin? Ja, die feiern ohne Pause, finden alles super und können deswegen sagen, hier scheiß auch Stadtausbau, ich fange an hier auszubauen und dann kriegen die irgendwie Boni und so. Und dann kann ich natürlich gucken, mit den Karten, die ich gezogen habe, kann ich jetzt die Strategie, die mir ein bisschen vorgeben, kann ich die unterstützen, ja, durch meine Gobelins. Ja, also wie gesagt, wir fanden es richtig klasse. Ich war mega stolz, dass ich zum ersten Mal es geschafft habe, nicht hier so öde Inseln zu erkunden, sondern bei den Entdeckungen so weit zu kommen, dass ich dann ins Weltall vordringen konnte und da noch Scheiß entdecken konnte. Also selbst das steckt mit drin, rudimentär, aber es steckt mit drin. Fand ich cool. Genau, tolles Spiel, geiles Spiel. Super Ding. Und dann auch teilweise nicht. Also was uns wirklich nicht gut gefällt bei Tapestry ist Nummer 1, ist die Nummer mit den Zivilisationen. Da ist irgendwo, da ist ein Riesenbogen, weil er etwas größer als A5 oder so, da ist für die Hälfte dieser Kulturen steht da irgendwie, ja, da steht zwar drauf, mach das und das, aber mach's lieber so, weil wir haben dann nach Drucklegung gemerkt, ah nee, die funktionieren doch nicht. Ja, also es gibt fast die Hälfte von denen haben Anpassungen, die sagen, nee, das ist gar nicht die Regel, die hier draufsteht, ist gar nicht die Regel, sondern die Regel muss anders funktionieren. Ich nehme an, weil die dann gemerkt haben, oh, das ist doch zu stark und das ist doch zu schwach und kann nicht konkurrieren und so. Und also das fanden halt wirklich blöd, dass bei einem Spiel, für das so ein Produktionsaufwand getrieben wird, da dann irgendwie gleich schon das FAQ nachträglich eingearbeitet werden musste, weil sie erst nach Drucklegung gemerkt haben, dass das Spiel kaputt war. Das finden wir bei den Produktionsstandards einfach nicht gut. Gutes Vorland das gemacht hat, ja, sodass die nicht so getan haben, als wäre alles gut, geben das Spiel raus und dann müssen die Spieler selber merken, dass es nicht funktioniert. Aber dennoch, also das hätte man irgendwie unserer Meinung nach im Entwicklungsprozess vorher merken müssen in der Redaktion. Das fanden wir doof. Und was wir tatsächlich richtig doof finden, es gibt Partien, die für das, was das Spiel eigentlich ist, ja, ein großes Entwicklungs- und Erkundungsspiel, ja, bei dem ich eigentlich fast nur offene Informationen habe und gezielt meinen Kram machen kann, ist dann teilweise der Zufall zu stark. Also es gibt Partien, in denen der Zufall zu sehr mitspielt. Ne? Das ist einerseits klar, dieser Würfel hier, aber der ist marginal. Aber zum Beispiel diese Eroberungsnummer. Wir hatten ernsthaft eine Partie, da hat einer unserer Mitspieler jedes Mal, wenn er diesen Würfel geworfen hat, und klar, das ist super unwahrscheinlich, aber es ist halt passiert, nur Sechser und Siebener gewürfelt, ja, während andere Spieler immer nur, ja, du kriegst jetzt so viel, wie dein Gebiet ist. Und das, die haben halt so Völker gespielt, die sich nicht groß ausbreiten, ja, von der Vorgabe her letztlich. Dann würfeln die immer das Ding und kriegen ihre 2 Punkte oder können sich eine Ressource nehmen, die sie dann häufig gar nicht brauchen, während ein anderer Spieler halt damit einfach irgendwie so mords voranschreitet und nachher 30, 40 Punkte von seinen 120, die er am Ende der Partie hat, nur über diesen Würfel bekommen hat. Und das finden wir definitiv nicht cool. Weiß nicht, ob man das anpassen kann, weiß nicht, ob man das anpassen muss. Ja,
Aber für ein Spiel dieser Machart fanden wir, der ist definitiv nicht ausgewogen, dieser rote Würfel. Das fanden wir großen Mist und dann eben auch diese Karten. Also wie gesagt, die kann man sehr nutzen, um sich anzupassen, aber das auch nur, wenn ich dafür sorge, dass ich viele dieser Karten ziehe. Ja, das kann ich über das Militär machen, das kann ich über die Wissenschaft machen und dann wird es schon dünn. Also hier gibt es noch eine Karte, da gibt es noch eine Karte. Ich muss gucken, dass ich an viele von denen rankomme, weil wenn ich wenige ziehe, bin ich halt auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was ich da auf die Hand ziehe. Jetzt zum Beispiel hier Dystopie, super, ja. Wenn ich das Ding ziehe, zufällig, geil, dann spiele ich das aus in meiner Einkaufsphase und nehme mir jetzt so ein beliebiges von diesen Dingern und stelle das in die Hauptstadt. So, und jetzt guess what? Was ist das? Der Fusionsreaktor. Da haben es drei Spieler drauf gespielt, dass sie zuerst dieses Ding bekommen. Und ich bin beim Militär hier hinten und sage jetzt, ja geil, das ist jetzt meins. So, habt ihr Pech gehabt, habt ihr viel Ressourcen reingesteckt, um an das Ding ranzukommen. Ich meine, klar, die haben die auch reingesteckt, vor allem um an die Aktion zu kommen. Aber die Dinger sind häufig relevant fürs Spiel und ich kann mir die einfach wegnehmen, weil ich zufällig diese Karte gezogen habe. Und ich hatte ernsthaft eine Partie, da habe ich ausschließlich diese Fallen gezogen. Und die Falle, die ist an und für sich richtig gut. Nämlich dann, die will ich eigentlich auf der Hand behalten, für den Fall, dass eine Mitspielerin kommt und sagt, so, ich erober dich jetzt. Und dann kann ich sagen, haha, mitnichten, du kommst zwar in das Gebiet, aber du stürzt nicht meinen, sondern ich stürze deinen Außenposten, das bleibt mein Gebiet. Und wie gesagt, wir haben hier dieses Wettrennen um die Mitte und das Wettrennen um das Türme stürzen. Und da ist die natürlich super. Ja. Also die will ich eigentlich gar nicht ausspielen, aber wenn ich die nur habe und nichts anderes, dann muss ich die halt ausspielen. Und dann kriege ich da 10 Punkte für. Ist cool, 10 Punkte ist richtig viel, ja. Also, weiß nicht, man kann da irgendwie über 400 anscheinend irgendwie erwirtschaften, das haben wir noch nicht geschafft. Aber wenn ich nachher mit 170 Punkten das Spiel gewinne und irgendwie 40 davon habe ich einfach so fürs Ausspielen der Karte bekommen, die mir sonst nichts gegeben hat. So, obwohl es ja eigentlich um diese Wandteppiche geht, wenn das Spiel heißt so, dann fühlt sich das einfach irgendwie doof an. So, ja. Genau, das sind so ein paar Sachen, die uns einfach wirklich nicht gefallen haben. Es gibt Partien, in denen der Zufall einfach zu stark ist. Das ist nicht immer so, aber es gibt diese Partien und das, ja, bei einem 4X-Spiel finden wir das schwierig. So, genau, aber ansonsten, wie gesagt, es macht uns dennoch, trotz dieser Caveats, jetzt wirklich, wirklich Freude, weil man immer wieder ein neues Spiel hat. Wir starten eine neue Partie, wir haben neue Volkstableaus im Spiel oder auch einfach nur eine neue Kombination von. Also das eine ist ausgetauscht und jetzt hat jemand irgendwie schon 5-mal die Futuristen gespielt und nimmt sich die Heralde und will plötzlich was völlig anderes erreichen. So. Und das macht, dass man einfach Spaß ist, immer wieder neu zu erkunden und dann halt zu gucken, ne, jetzt habe ich letztes Mal 170 Punkte, schaffe ich mal endlich die 200 und dann schaffe ich endlich mal die 250 und so. Genau, das finden wir stark. Es gibt einen Solo-Modus, der ist relativ aufwendig, den kenne ich nicht, weil das, wer mich kennt, weiß, ich spiele einfach Solo nicht, erst recht nicht sowas Aufwendiges. Wenn ich dann irgendwie alleine bin, dann nehme ich die Zeit lieber, um meine ganzen Miniaturen anzumalen, weil ich da auch so einen riesen Pile of Shame habe. Aber genau, also der sieht recht aufwendig aus und somit nehme ich an, dass der, weil das Spiel ja grundsätzlich gut funktioniert und es ist nicht einfach nur, hier ist ein Highscore, versucht den zu knacken, sondern da ist wirklich Gedankenarbeit reingeflossen, aber dazu können wir halt nichts sagen. Genau, das ist, wie gesagt, Tapestry, das uns sehr gut gefallen hat. Wenn ihr mehr so Videos wollt oder Videos über bestimmte Spiele, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Ansonsten lasst uns ein Abo da, damit ihr informiert werdet, wenn wir ein neues Video wie dieses hier jetzt hochladen. Und ja, was bleibt übrig? Habt viel Spaß mit Spielen. Tschüss!